can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Wellheim. Ich habe wieder ein bisschen weiter gebastelt, bin auch nochmal gestorben, nur so als Info. Wie sollte es anders sein? Aber Teer ist schon wieder leer, deswegen muss mehr Teer her. Hast du gecheckt? Machen wir so, diese Folge. Ja, ein bisschen habe ich weiter gebastelt, ihr seht es schon. Es nimmt immer mehr Form an, hier drüben auch schon ein paar. Und ich weiß gar nicht, was noch. Ach ja, hier vorne, schaut mal. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Probieren, was irgendwie cool aussehen könnte für die Fassade und was nicht. Irgendwie feiere ich das hier drüben schon so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob mit der Truhe, aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen meine Probierecke hier. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von haltet, aber ich finde es gar nicht so bad. Von daher, mal schauen. Vielleicht jetzt nicht über das komplette Ding verteilt, aber so ein bisschen mehr Details reinbringen, wäre doch schon cool. Ich war trotzdem auch ein bisschen fleißig, habe mal wieder Lebensmittel hergestellt. Ihr seht schon, ordentlicher Ausdauerbalken und auch ein bisschen Leben. Ich habe uns noch ein paar Nadelfeile hergestellt, Inventar leer gemacht, damit wir jetzt starten können. Wir brauchen nämlich noch mehr Teer und es gibt auch noch eine andere Neuerung. Erstmal vielen Dank an Queen2Gaming. Grüße gehen raus an der Stelle. Du hast mich auf einen kleinen Gedanken gebracht oder ja, du hast mich auf einen Gedanken gebracht, dass wir die Folgen ein bisschen länger machen. Och nö. Hä, warum sind... Ah, jetzt sind hier wieder so viele Dudes am Start. Warte, da probieren wir gleich noch. Alter, aua. Ich habe immer noch den uralten Mann. Wir hätten uns mal Knochenwanst mitnehmen können. Moment. Ich komme gerade schwierig zum Erzählen. Zack. Also erstmal Queen2Gaming. Du hast geschrieben, warum wir die Folgen nicht länger machen. Und du hast vollkommen recht. Ich werde die Folgen etwas verlängern. Und zwar werden wir die Folgen in Zukunft so 25 bis 30 Minuten lang machen. Je nachdem, wie es passt und so. Aber es ist halt wirklich aktuell, also was heißt aktuell? Es ist eigentlich die ganze Zeit schon so, dass die Folgen immer viel zu schnell rum sind. Dass ich immer nie das schaffe, was ich mir vornehme. Und dadurch, dass halt auch momentan nur alle zwei Tage eine Folge kommt, ist es, glaube ich, ein bisschen geiler. Also so 25 bis 30 Minuten. Dann kommen wir doch auf jeden Fall besser hin. Zweiter Punkt, noch jemand, aber ich habe mir deinen Namen nicht gemerkt. Nossi77 oder irgendwie sowas. Sorry, wenn es falsch ist. Du hast mir gerade den Tipp gegeben, den ich gerade umgesetzt habe. Und zwar gegen die Terplops einfach mal hier oben auf den Felsen gehen. Dann treffen die nämlich nicht. Hat, glaube ich, gerade auch ganz gut funktioniert. Und der nächste Tipp ist, erst einen Abfluss schaffen und dann mit der Teergrube verbinden, dann fließt es wohl schneller ab. Werden wir natürlich auch ausprobieren. Oh, guck mal. Das sieht doch schon wieder nach einer ganzen Menge Teer aus. Deswegen probieren wir das jetzt auch mal. Danke nochmal an alle. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Und ja, generell so, wenn ich jetzt einfach mal überlege, wenn ich nie einen Kommentar zu dem Spiel bekommen hätte, dann wüsste ich wahrscheinlich noch so wenig drüber. Klar, ein paar Sachen habe ich mir auch selber angeeignet, aber teilweise sind halt echt immer sehr, sehr geile Tipps von euch dabei. Und da wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Ich habe gute Laune. Heute ist Samstag. Ich habe frei, morgen auch noch. Und ich habe richtig Bock, hier ein bisschen zu zocken und weiterzukommen. Ich werde jetzt demnächst auch mal, beziehungsweise heute schon, es lädt gerade runter, ein neues Battle Royale Spiel ausprobieren. Super People schimpft sich das. Ist noch nicht so ganz erhältlich. Also irgendwie kann man sich halt einladen lassen, um das zu zocken. Ich habe es jetzt einfach bei Steam mal drauf getippt und direkt eine Sekunde später kam die Meldung, hey, du bist eingeladen. Also wird wahrscheinlich für alle aktuell so sein. Kein Plan, ob da nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmern erwünscht ist, ob das irgendwann zugemacht wird. Aber ich werde es heute mal anzocken. Ich muss mal gucken mit dem Video. Entweder heute oder morgen werde ich es rausbringen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn er auch da mal vorbeischneit. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier doch schon so ein bisschen Abfluss. Oh, wir sind aber auch richtig tief, ne? Ich glaube, dass der Tipp wirklich so deutlich geiler ist. Weil so stehst du halt auch einfach die ganze Zeit nicht im Teer drin. So hast du es mir geschrieben und das glaube ich auch. Also beziehungsweise macht ja Sinn. Dann bist du halt hier nur am Ende mal kurz im Teer.
Boah, geil. Und zack, 15 Stück. Cool, danke. Das ist auch gleich noch, das steckt noch fest. Schweinerei. Sieht eigentlich so aus, als würde es nicht mehr feststecken. Ach komm, du hast dich doch gerade schon bewegt. Gib her. Jetzt haben wir es. 4 Stück. Perfekt. Und 22 Teer sind wieder am Start. Ich glaube, hier drüben war auch noch ein bisschen was, aber viel ist es auf jeden Fall nicht. Das heißt, neue Teergrube finden. Wir haben ja hier noch... Ah, geht das bis hier rüber? Also wenn, dann haben wir hier auf jeden Fall noch eine ganze Menge Platz, um irgendwas zu finden. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Oh Gott, gerade schon wieder einen halben Herzinfarkt. Weil irgendwie OBS gerade gehangen hat. Das wäre ja schlimm gewesen. Wir können aber mal kurz, wo sind wir denn? Irgendwo hier vorne. Ich mach mal hier kurz Portal. Oder Moment, wenn, dann machen wir es gleich ordentlich. Portal-Logo und Schlange. So. Es wird schon wieder Nacht, ne? Wollen wir nochmal nach Hause pennen? Ja, es ist halt... Ist halt irgendwie ein bisschen doof. Ich muss mir auch einfach mal einen neuen Monitor zulegen. Ganz ehrlich, das sind so absolut gar keine Gaming-Monitore, die zwei Stück, die ich hier hängen habe. Ja, die sind halt auch einfach... Die sind beschissen. Die sind dunkel, egal wie hell ich es stelle. Also, ich habe es letztes Mal runtergestellt, jetzt habe ich es wieder hochgestellt. Ist trotzdem immer noch beschissen. Und dadurch, dass das Licht ja auch noch voll reinscheint, ist das ein bisschen doof. Ich weiß nicht, ob nur schlechtes Wetter ist. Nee, ist Nacht. Wir haben Sterne am Himmel. Gut, komm, dann gehen wir nochmal fix schlafen. Oh nein. Geh weg. Ich will jetzt nicht noch kämpfen. Ja, da gehen wir mal eine Runde pennen. Und schauen nochmal weiter nach der nächsten Teergrube. Weil wir müssen ein bisschen was sammeln. Sonst komme ich mit dem Dach einfach nicht weiter. Und das ist halt echt unendlich viel. Also ich hatte ja letzte Folge... Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn gesagt? 80, 100, 120 Stück brauchen wir. Ja, und ich weiß nicht, wir hatten 50, 55 gesammelt oder sowas. Und ja, also ich habe mich derbig verschätzt. Das wollte ich damit sagen. Komm, jetzt mach die Nässe weg, ich will schlafen. Ach, come on, na komm, da trinken wir mal einen Schluck Wasser an der Zeit. Ah, wunderschön. Perfekt. Und ab geht's pennen. Ja, mit Twitch bin ich gerade dabei. Kanal habe ich jetzt gerade schon erstellt. Ich habe auch schon so ein bisschen Profilbild und Co. hinzugefügt. Ich habe überlegt mit dem Chat, ob ich so mache, dass es halt im Bild ist, aber ich glaube fast nicht. Ich hatte es mir alles schon so eingerichtet, dass man halt im Spielbild den Chat sieht, so wie man das halt von vielen anderen auch kennt. Aber da ich überlege, dann vielleicht von den Streams auch Zusammenschnitte bei YouTube hochzuladen, werde ich es wahrscheinlich nicht so machen, weil den Chat siehst du auch so nebenbei. Und bei YouTube selber bringt das halt auch nicht viel dann im Video, wenn du da einen 3-4 Tage alten Chat siehst, der die Hälfte vom Bild einnimmt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich lassen. Ja, an sich passt soweit eigentlich schon alles. Ich muss mir nochmal ein anderes Programm runterladen, dass der Ton live noch ein bisschen bearbeitet wird, weil aktuell nehme ich ja hier auf und bearbeite den im Nachhinein, dass das alles ein bisschen schöner klingt für euch. Das geht natürlich live nicht. Deswegen muss ich da noch ein bisschen an den Einstellungen rumbasteln. Aber mal gucken, eventuell diese Woche, wenn dann gegen Ende der Woche, ich sag mal Donnerstag, Freitag, Samstag rum, wird vielleicht der erste Stream kommen und wenn nicht, dann allerspätestens nächste Woche. Ich gebe euch nochmal Bescheid. Ich freue mich, dass ein paar Leute geschrieben haben, dass sie gern dabei sind. Danke dafür. Naja. Jetzt brauchen wir Teergruben. Brennt denn da hinten? Ah, da ist ein Dorf, ne? Ja, Signalfeuer. Ja, irgendwie totes Kitos. Vielleicht ist es auch nur die Paranoia, die gerade reinkickt. Ich weiß es nicht. Ach, hier drüben ist schon wieder Grasland. Ich würde schon sagen, was haben denn die Hirsche hier zu suchen? Gut. Ach, perfekto. Da haben wir es doch. Ja, doch. Wir haben hier einen Stein. Mal gucken, ob ich die so weit locken kann. Wir können eigentlich auch mal die Nadelfeile nehmen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Die sind aber auch
Na, du denkst halt so, wenn du die siehst, Alter, das sind voll die lahmarschigen Teraplop-Dudes. Aber die sind schneller, als man denkt. So, zack. Düsterplop, Entschuldigung. Ja, das ist perfekt. So können wir auch immer ein bisschen Ausdauer regenerieren. Die treffen hier erstmal nur den Mist. Es sei denn natürlich, die kommen hoch. Dann ist nicht so cool. Aber der Stein macht sich ganz gut hier mit seinen Ecken und Kanten. Oh, vor allem 47 Leben noch. Ich habe vor allem auch keinen Trank dabei oder irgendwas. Bin heftigst verlangsamt. Oh, ach du, ja, das war wieder so dumm von mir. Mann, wir haben eigentlich schon eine ganz geile Lebensmittelkombi, aber du kannst halt auch einfach nicht wegrennen. Komm schon, jetzt hör mal auf mit geteert sein. Danke. Darf nicht nochmal getroffen werden, dann habe ich ein Problem. Wollt's nur nochmal angemerkt haben für euch. Ach du Scheiße. Man denkt irgendwie immer, die sind ja nicht so heavy, aber irgendwie sind sie es am Ende doch. Die halt so weit treffen und dich so krass verlangsamen, dass du halt auch einfach nichts mehr machen kannst. Ja, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Tränke ihr wisst schon. Tränke brauen. Ohne wird's hier nix. Nein, triff doch. Nein, jetzt werde ich getroffen. Das kann nicht sein. Jetzt aber, okay. Puh, ganz ruhig. Der andere hat erstmal losgelassen. Perfekto. Ach, das sind meine Nadelfeile, meine verschossenen. Müssen wir nochmal, ja, Knochenwanz müssen wir mitnehmen und auf jeden Fall Tränke brauen. Das machen wir die Folge noch. Wir haben ja jetzt ein paar Minuten mehr Zeit. Kennt ihr die Tage, wo es einfach nicht aufhört, dass man Hunger hat? So, wo man irgendwie einfach nicht satt wird? Heute ist so ein Tag bei mir. Kann nicht sagen, warum, aber gefühlt kann ich heute den ganzen Tag fressen und nichts passiert. Sag mal, der hat doch getroffen. Werde ich aber aggressiv hier. Jawohl. Perfekt. Dass die halt auch nur einen Teer fallen lassen, ist auch ein bisschen Armutszeugnis. Lasst mal schauen. Na, 97 Leben, ne? Weil die Kombi schon wieder so ein bisschen nachlässt, aber... Ja, ist halt trotzdem mehr Ausdauer-Kombi. Sind das noch zwei oder einer? Bam. Den habe ich nicht kommen sehen. Nein, nicht jetzt lecken Spiel. Alter, ach, Mann. Ich muss sagen, auch beim Haus bauen. Boah, das war aber hier. Hallo. Haben die schon immer so Geräusche gemacht? Ja, gerade beim Hausbauen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man halt so viele neue Gegenstände halt in die Spielwelt setzt oder so. Aber da habe ich echt ganz oft ein paar Lecks gehabt. Die teilweise auch sehr, sehr ungünstig gekommen sind. Wenn du gerade so am Springen bist auf irgendeinen anderen Balken drauf. Auf einmal leckt es. Aber da hatte ich wirklich Glück. Da ist nichts weiter passiert. Aber ich bin schon mal froh, dass die Teergruben doch so häufig sind. Und das sieht mir auch nach ein bisschen Teer aus hier. Geil. Immer her damit. Ah, jetzt haben wir so einen riesen Stein drin. Naja, gut, wir sind eigentlich tief genug. So, zack. Ich weiß nicht, ob wir doch noch tiefer machen. Oder zumindest hier... vorne noch mehr hin, dass das ordentlich abfließen kann. Kann ja hier einfach mitten ins Feld rein. Ist mir ja egal. Hauptsache, ich komme ans Teer. Wir müssen hier noch ein bisschen tiefer. Machen wir hier erstmal den Weg. Ja, ja, ja. Könnte. So, zack. Hier in die Pampa rein. Und jetzt weg damit. Oh, das sieht nach ein bisschen Teer aus hier. Geil, jawohl. Und jetzt hier, bam. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Hier ist aber noch eine kleine Kante drin. Vielleicht ist es die noch. Reicht das noch nicht?
Oder es braucht vielleicht einfach wieder einen Moment. Wir lassen es mal ganz kurz. Ich glaube, hier hinten an das Ding dürfte ich schon rankommen. Jawohl. 4 Stück. 7 Stück. Die hier sind wahrscheinlich alle noch fest. Genau. Hier drüben. Ja, es braucht noch einen Moment. Ach, guck mal. Hier ist immer noch eine Kante drin. Die muss natürlich raus. Zack. Nochmal 4. Bam. Da sind wir schon bei 40. Ich finde es auch irgendwie geil gemacht, dass man so den Teer erstmal ablassen muss. Weiß nicht warum, aber irgendwie feiere ich's. Jetzt sind wir natürlich schon relativ tief. Vor allem ist hier noch so eine Dings drin. Und das noch ein bisschen tiefer machen, müsste es, glaube ich, wieder besser werden. Also doch noch tiefer machen, weil die Teergrube natürlich in der Mitte tiefer ist als am Rand. Zumindest hier. Da war es definitiv schon mal eine bessere Taktik. Das ist viel. 4 Stück. Sah nach mehr aus. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Das wollte ich doch mal haben. Geil, schön. Jetzt haben wir schon wieder 62 Teer. Das hier ist auch noch mal ein bisschen was. Schöne Teergrube, definitiv. Und jetzt sind wir wieder. Okay, also wir müssen wirklich am besten... ich ziehe wieder den Gürtel aus. Jetzt ziehe ich da... Mann. Ich kann zwar so blind 10 Finger schreiben, aber bei den Zahlen oben, da scheitert es immer. Also die irgendwie blind zu treffen. Ist nicht so meins. So, und zack, komm jetzt. Gut, einmal könnten wir noch reinhacken. Jetzt sollte der... Oh Gott, das wird richtig viel. Oh, guck mal, das Riesending hier und hier. Bam, jawoll. Vor allem, da haben wir da vorne so eine Dreier-Teergrube gefunden. Das sah aus wie ein Schatz, ne? Und dann kam da gar nichts bei rum. Und das Ding hier, oh, das wird jetzt so reinkicken. 14 Stück, okay. Liest es noch ab? Oder müssen wir noch mehr machen? Ich glaube, es fließt noch, ne? Oder auch nicht. Aber wir haben schon mal, wir haben 100 Stück zusammen. Muah, geil. Ach, das freut mich. Da kann ich wieder weiter basteln. Aber wir müssen hier noch ein bisschen mehr Abfluss schaffen. Viel ist es. Ja, ich glaube, das reicht. Bam. Ach, natürlich nicht. Hä? Der war gerade im Schwimmmodus, oder? Habe ich mich verguckt. Der war doch gerade so in der Waagerechten. In der Senkrechten, genau. Schön. Ach ja. So, komm, jetzt gib mal hier. Jawohl, jawohl, jawohl. Ach Gott, wie schön. Oh, bam. Oh, geil. Da haben wir 130. Komm, ihr zwei kleinen Furzkopf-Jens hier. Los. Müsste doch reichen, wenn wir das hier einfach noch ein bisschen verteilen. Gib doch her jetzt. Zack. Meine ist nicht mehr viel, aber wenn, dann möchte ich es auch komplett leer haben. Zumindest jetzt gerade. Bei den anderen war es mir egal. Aber jetzt gerade möchte ich es gerne leer haben. Ach, wisst ihr, was schön ist? Wir sind bei 18,5 Minuten. Und ich weiß, dass die Folge nicht gleich rum ist. Ist echt besser. Danke nochmal für den Tipp. Oder für den Vorschlag. Sagen wir es mal so. Ach komm, ey, wegen dem einen jetzt, oder was? Ich glaube, wir haben es. Oh Gott. Nicht ertrinken im Teer. Wäre ganz schlecht. So, wir haben ganze 133 Teer damit zusammenbekommen. Mega, 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 mega. Dann würde ich sagen, wir machen uns wieder nach Hause, holen uns gleich mal Knochenwanst, weil ich nehme gleich wieder noch eine Folge hintereinander auf. Dann können wir nämlich nächste Folge auch noch mal ein bisschen Teer sammeln. Und Tränke brauen unbedingt. Die Spitzhacke müssen wir ja so oder so reparieren. Ich weiß gar nicht, wie... Ach komm, wir gucken... ich weiß nicht, wie viel Eisen wir noch haben. Aber die paar Eisengitter, die ich dort an meiner Probierecke hingepflanzt habe, die können wir zumindest noch abreißen. Moment, hier ist das Dorf. Ich will jetzt hier nicht mitten ins Dorf rennen. Ja, ich wollte sagen, wir können auch eigentlich mal gucken, dass wir... aua, Mensch...
Ich will mal kurz ins Inventar gucken. Da kommen die wieder angeflogen. Komm her, komm. Zack, wenigstens noch eine Nadel abgegeben. So. Hä? Hat sich nicht getraut, die Kleine. Mensch, was ist denn da los? Aha. Hätte ich sie fast wieder vergessen, beziehungsweise irgendwie die Zeit falsch eingeschätzt. Aua, Mensch, was ist denn hier los? Haut doch mal ab. Ja, zum fünften Mal, sorry. Ich würde die Eisenspitzhacke gern mit euch mal upgraden, weil ganz ehrlich, wir hängen hier mit einer Eisenspitzhacke auf der 1 rum. Kannst du eigentlich auch keinem erzählen. Da wäre es schon geil, wenn wir das noch ein bisschen abgegradet kriegen. Ach, nee, wir müssen den jetzt weghauen. Sonst nervt er mich, sobald ich hier das nächste Mal reinkomme. Mensch. Ist klar. Oh Gott. Okay, wir hauen ab, wir hauen ab. Das war ja eklig. Da hauen halt doch noch ordentlich Schaden rein, die Guten, ne? So, dann lasst uns auf jeden Fall. Wir gucken jetzt erstmal nach der Eisenspitzhacke, dann holen wir uns mal noch fix Knochenwanst. Ah, es wird schon wieder, naja, wird nicht knapp, wir schaffen das. Holen uns Knochenwanst und was wollte ich noch machen? Ach so, mal gucken, ob wir vielleicht schon das nächste Teil machen können. Wo ich nicht, wir haben kein neues Flachs, glaube ich, reingehauen. Aber naja, also, ich würde gerne, nee, da muss ich nicht an die Werkbank, da muss ich zur Schmiede. Eisenspitzhacke, aufwerten. Wo ist sie? Da ist die Eisenspitzhacke. 10 Eisen, hui. Aber eine Silberspitzhacke gab es ja nicht. Also irgendwie, dass wir da was Cooleres oder Schwarzmetallspitzhacke gibt es auch nicht. Stachelschwein. Stimmt auch cool. Können wir später mal gucken. Also 10 Eisen. Ich glaube nämlich, wir haben fast gar nichts mehr. Eins ist noch hier drin. Weil ich das ja alles für die verstärkten Balken gebraucht habe. Mal schauen. Das werden auch keine 10 Eisen mehr sein hier. Achso, das kann ich jetzt wieder nicht abbauen, weil Schmiede davon, ne? Ah, wie viel kostet denn so ein Eisengitter? 2. 2, 4, 6. Dann haben wir mit dem 7. Reicht natürlich nicht. Vor den Schmelzöfen liegt, glaube ich, auch nichts mehr. Nee, und hier habe ich auch nichts mehr reingepfeffert, ne? Hier haben wir bloß noch Zinn. Kohle ist noch drin, also ist hier auch nichts mehr. Schade. Na gut, dann müssen wir das irgendwann später machen. Wir werden eh demnächst in einer der nächsten Folgen nochmal in den Sumpf gehen müssen, weil ich ja Eisen brauche. Einerseits brauchen wir, glaube ich, hier noch einen Balken, ne? Ach genau, hier drüben den habe ich hier so mit integriert in das Ding. Das werde ich hier auch ähnlich machen. Und ich glaube, der... Jo, der ist verstärkt, die sind verstärkt, aber ich glaube, der eine hier, den hatte ich noch nicht, ne? Doch, den habe ich. Ich hatte hier einen, den hatte ich nämlich noch nicht, ihr wisst schon. Hier guckt gar keins raus. Doch, da unten ein bisschen. Ah, den habe ich anscheinend auch umgearbeitet. Ja, dann sind die jetzt nämlich alle blau. Passt. Ja, dann brauchen wir ja eh für hier noch ein bisschen Eisen und auch wenn ich hier vorne... Oder generell an der Fassade noch was mitmachen will. Also werden wir eine der nächsten Folgen nochmal in den Sumpf rennen. Jetzt packe ich erstmal das ganze Teer weg. Zack, zack, zack. Bam. Ach hier, das Zeug können wir auch bald mal bearbeiten. Also kriegen wir das leider nicht hin. Diese Folge. Aber wir kriegen es noch hin, Tränke zu brauen und ein bisschen... Knochenwanst in uns hinein zu schlingen. So, zack. Jetzt lasst mal überlegen. Tränke. Am besten hätte ich eigentlich gerade erstmal sehr gesunden Met. Honigblutsack, Himbeeren, Löwenzahn. Honigblutsack, Himbeeren, Löwenzahn. Honigblutsack, Himbeeren, Löwenzahn. Honigblutsack, Himbeeren, Löwenzahn. Löwenzahn. Honigblutsack habe ich. Himbeeren, Löwenzahn. So, Honig. Den hole ich. Und Himbeeren. Bam. Ah, warte mal. Nee.
glaube nämlich, ich hatte da mal ein Met mit reingepackt. Aber das haben wir anscheinend schon benutzt. So, Metmischung sehr gesund. Zack. 2, 3, 4. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich muss mir das mal abgewöhnen, immer nur so eins herzustellen. Auch mit den Lebensmitteln. Ich habe diesmal auch ein bisschen mehr gemacht. Also wir haben in der Kiste noch was. Sonst renne ich jedes Mal wieder los. Und muss mir alles merken, was ich für Zutaten brauche. Muss ja auch nicht sein. So, gut, dann haben wir das. Ich meine, wir können noch mal nach Ausdauermets gucken. Oder habe ich noch irgendwas? Ach, guck mal. Hä, wir haben noch 4 sehr gesunde Mets. Bin ich doof? Super. Köstlicher Met war, ja, okay. Na gut. Dann können wir aber trotzdem mal nach Ausdauermets gucken. Da ist nicht mehr so viel am Start. Beziehungsweise gar nichts. Mittlere Ausdauer, Honig, Moltebeeren, gelber Pilz. Honig, Moltebeeren, gelber Pilz. Zack. Zack, zack. Und noch ein bisschen mehr Honig. Ich war auch Ewigkeiten nicht mehr unsere Bienennester. Bienenwaben. Dinger da leer machen. So, mittlere Ausdauer. Komm, stell mal noch ein paar her. Dann gehen wir noch fix Knochenwanst holen, würde ich vorschlagen. Und machen erstmal Schluss an der Stelle. Und dann können wir nächste Folge uns noch ein bisschen durch die Ebenen schlagen. Sag mal, wenn wir vielleicht nochmal ungefähr so einen Hit landen wie jetzt mit so einer geilen Teergrube, dann müsste es grob erstmal passen. Na, ah, jetzt hier natürlich voll. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Fackeln hier gemacht habe. So. Lass die Fackel Fackel sein. Die Wurzelmaske, achso, ich glaube, wir hatten hier unten im Rüstungsdings keinen Platz mehr. Dann machen wir noch schnell Inventar leer. Zack, zack. Zack und zack. Himbeeren weg. Moltebeeren weg. Steinlöwenzahn, Blutsack. Blutsack. Löwenzahn war hier oben. Und noch ein bisschen Stein. Wir futtern gleich nochmal was rein. Hauen uns da mal fix schlafen. Und dann gehen wir Knochenwanz holen und machen Schluss. Dann mache ich Schluss mit euch. Ach komm. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, wenn ich Sachen hier irgendwo hinwerfe und mich auslogge und wieder einlogge, dass die weg sind. Weiß nicht, also kann durchaus sein, dass das so gewollt ist oder keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie gerade jetzt bei dem ganzen Bauen, da hast du halt doch mal ganz schnell die Taschen voll. Dann hast du nicht immer eine Kiste in der Nähe und denkst dir, ach komm, haust du einfach weg. Und gefühlt irgendwie habe ich es nie wieder aufgesammelt oder ich habe es einfach so nebenbei beim dran vorbeilaufen mit eingesammelt und hab's nicht gemerkt. Das kann natürlich auch sein. Tag 496. Ich bin auch... Wartet mal kurz. Ich gehe mal kurz zu Steam rein. Ich bin bei Valheim. Ah, wo habe ich denn das gesehen? Moment. Hier, Valheim. Menu, jetzt finde ich es nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich gerade im Game drin bin. Sage ich euch nächste Folge. Ich bin bei irgendwas von, ich glaube, knapp 300 Spielstunden. Wollte ich einfach mal so mit euch geteilt haben. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist eigentlich Basis, Basis, Basis. Ist gar nicht mehr Basis. Weil ist mittlerweile an den guten Steinen. Und es fehlt nur noch einer. Er hier. Und ich werde mal auch noch holen. Glaub's mir. So, ich wollte Knochenwanst. Hier ist er doch. Kleine Fettbacke. Boah, das war echt ein Krampf. Das war wirklich ein Krampf. Wegwiese, Eiktür. Ist der neu? Nee, ne? Das zeigt's immer an, ne? Ja, genau. Da haben wir den, glaube ich, auch den ersten besiegt. Und wir haben ja nochmal... Haben wir noch eine Eiktür gemacht? Nee, Uralten haben wir zweimal gemacht. So rum. Ah, und hier sind immer schöne Himbeeren. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Wir sind bei 29,5 Minuten, das passt doch ganz gut. Ich hoffe, euch gefällt es, dass wir ein bisschen länger machen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann geht's übermorgen 19 Uhr weiter. Bis dahin, macht's gut!